Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Am letzten Wochenende fand in München die internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse statt. Bei diesem besonderen Event treffen sich Minengesellschaften, Investoren, Wissenschaftler, Geologen, Rohstoffexperten um 3 Tage miteinander über die aktuelle Marktentwicklung und die Perspektiven im Edelmetall- und Rohstoffbereich zu diskutieren, Vorträge abzuhalten und sich zu informieren. Wir waren für Sie dabei und kommen zu dem Ergebnis, dass Rohstoffe, obwohl sie in den letzten 1,5 Jahren stellenweise deutlich korrigiert haben, dennoch klares Kurspotenzial nach oben haben. Wir haben die fundamentalen und technischen Fakten analysiert und glauben an diesen Superzyklus der Rohstoffpreise, aber letztendlich auch der Edelmetalle, insbesondere gefördert durch die Unsicherheiten, die wir gerade erleben mit der Staatsschuldenkrise in Europa. Ich habe Ihnen die wichtigsten Ergebnisse unseres Investmentkomitees zusammengefasst. Gold befindet sich momentan gerade in einer kurzen Korrekturphase, notiert aktuell um knapp 1.700 US-Dollar die Unze. Es besteht noch die Möglichkeit, etwa 100 Dollar nach unten weiter zu korrigieren. Und dann sollte Gold dennoch wieder den Weg nach oben ansteigen. Die Rahmenbedingungen für Goldinvestments sind ja gerade gut. Im Bereich des Silbers haben wir eine etwas ausgeprägtere Korrektur seit den letzten 1,5 Jahren. Von der Spitze 48,50 Dollar stehen wir aktuell bei 32. Wir gehen davon aus, dass es durchaus nochmal einen Rücksetzer Richtung 30, 28 Dollar die Unze geben kann. Aber langfristig sind wir für Silber sehr, sehr positiv, da Silber auch in der Industrie als wichtiges Metall benötigt wird. Unser Kursziel für die nächsten Monate ist 48 Dollar, langfristig sogar noch höher. Beim Platin können wir feststellen, dass Platin bei 1400 Dollar die Unze eine sehr gute Unterstützung widerfährt, sodass man es beruhigt investieren kann. Und auch hier sehen wir ein Kurspotenzial Richtung 1900 US-Dollar die Unze. Ein Blick zu den Buntmetallen zeigt ein ähnliches Bild. Kupfer, auch hier haben wir eine Korrektur, die sich aber langsam dem Ende zuspitzt und beginnt nun China seine Infrastrukturprojekte mit Brücken, Häusern und Straßen umzusetzen. Dann wird die Kupfernachfrage deutlich anziehen und wir gehen hier nach einem aktuellen Kurs von 7.700 Dollar circa die Tonne kurzfristig mit Werten bis zu 10.000 Dollar die Tonne aus. Aluminium scheint ebenfalls seinen Bogen gefunden zu haben bei 1.800 Dollar. Hier gehen wir davon aus, dass Aluminium Richtung 2.800 Dollar anziehen dürfte. Und last but not least, Zink, ein häufig unbeachtetes Metall, das aber in der Industrie ebenfalls sehr großen Stellenwert hat. Auch hier sehen wir diese Bodenbildung nach dem Rückgang der letzten Zeit, gefestigt allerdings, sodass Kursausschläge nach oben wahrscheinlicher sind, als dass es weiter abfallen wird. Sie sehen, meine Damen und Herren, das Bild ist recht eindeutig und über mehrere Bereiche fast identisch. Nach der Korrektur, die wir hatten, gibt es nun eine Bodenbildung, die uns zuversichtlich nach vorne blicken lässt. Die Unsicherheiten um die Staatsschuldenkrise in Europa oder auch den Schuldenstand der Vereinigten Staaten werden die Edelmetalle und die Rohstoffpreise weiter unterstützen. Sie können investieren über ETFs, über Futures und denken Sie immer dran, breit gemixt aufgestellt zu sein. Und binden Sie bei Rat eventuell einen Profi, einen bankenunabhängigen Vermögensverwalter ein. Ich darf Ihnen nun eine gute Woche wünschen und freue mich, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Wiederschauen.